Ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem weiteren komischen Part von Dark Souls 3. Die Drachen haben wir besiegt und das war ziemlich lame. Der andere Drache ist zwar noch da, aber... Run. Was tust du da? War das eine Falle? Ich hoffe, die Drachen sind wirklich tot. Ich habe 26.000 Seelen auf der anderen Seite der Brücke. Ja. War richtig guter Start, wie man behauptet. Eine neue Folge. Wie verkacke ich in Dark Souls 3? Wäre viel interessanter, wenn das Schwarze komplett über ihn drüber wäre. Also ihn komplett übernehmen würde. Und nicht nur seinen kleinen Fingernagel. So. Machen wir das Ganze ein bisschen. Hoppla. Einfacher für mich. Hinterhalt voraus. Tja. Dickwanst. Oh. Ich bin tot. Doch nicht. Ah, ich lebe. Ich lebe. Meine Hand steckt. Oh, noch mehr Gegner. Ach, super. Würde ich gerade... abgestochen. Lass mich raten. Du bist auch so ein Freund. Weg, weg, weg. Es könnte sein, dass ich es noch schlimmer gemacht habe. Vielleicht habe ich es noch schlimmer gemacht. Aber... um ehrlich zu sein, dachte ich ganz kurz, das wäre der Weg zurück, aber dann habe ich mich erinnert, ich bin doch von oben runter gesprungen, um dahin zu kommen. Tja, Ergebnis davon? Ich bin am Arsch. Hey, warte, ich komme... Ach so, man hätte hier runterspringen können. Ja gut. Wenn man das gewusst hätte... Es gibt Menschen, so wie mich zum Beispiel, die sind dumm. Und da muss ein Spiel helfen. Ich könnte ihn jetzt... Ernsthaft, der sitzt auf meinen Seelen drauf. Egal. Lief doch ganz gut. Jetzt nur zwei dran.
Bisschen lame, so ein paar Scherben. Aber ich bin weiter. Hab ein paar tausend Seelen. Noch ein paar Blitzkugeln. Falle voraus, immer noch. Oh, das ist ja Lügner. Das ist kein Lügner. Aha. Come on. Wo sind die anderen? Von wo kommst du auf einmal? Bist du gerade vor mir aufgetaucht oder bin ich blind? Das schicken zwei Dolche in meiner Brust. Wurfmesser. Ja, ich habe alles richtig. Was Hinterhalt wird benötigt? Ach, Hinterteil, Dickwanst voraus. Dickwanst voraus. Als ob ich Angst hätte von ihm. Heyo. Alter. Ich frage mich, ob du nur die eine Attacke drauf hast. Ich werde es wohl nie erfahren. Das ist dein Ende. Hey, du bist doch dieser Drecksschmeißer, oder? Habe ich so zumindest ein Gefühl. Präzisionsarmor, ist nett. Ernsthaft? Okay, gut. Schade. So. Dann habe ich nur noch die Möglichkeit, nach links zu gehen, oder? Also habe ich das zumindest ein Gefühl. Aber davor gehe ich zurück und level einmal ab. Verband rein. So. Oh, nicht schon wieder diese Musik. Ich habe so das Gefühl, ich töte sie gleich nur wegen der Musik. Ist sie der Kondition? Level 75 schon. Oder Geschicklichkeit. Farewell, Ashen One. Ja, ja, farewell. Also, ich will jetzt auch gleichzeitig das ausprobieren. Vielleicht wird es meine Waffe zerstören, wer weiß. Wäre auf jeden Fall nicht nett. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mache. Ja, 20 Schaden mehr und verliert 20 Schaden. Er verliert 20 Schaden, bekommt aber 40 Schaden drauf. Und das, wenn ich beide skaliere. Was macht das? Ja, mit Magie. Ich habe ja auch ein bisschen Magie und so, aber
insgesamt wäre die Waffe auch stärker. Aber dann wäre meine Verzauberung für nichts zu gebrauchen, oder? Was ist eigentlich der Unterschied? Da verliert jetzt komplett alles. Aber da behält es die Stacks, aber stimmt eigentlich. Sollte ich das machen? Für Magier wäre das bestimmt krass mit A-Scaling und Glaube-Scaling. Hohler Edelstein. Da verstehe ich nicht ganz, was passiert. Der eine. Die Abwehr wird schlechter. Der Schaden wird schlechter. Ich verstehe es nicht, wieso. Also. Ich habe die Wahl zwischen gealteter Edelstein. Zwischen scharfer Edelstein. Was ein bisschen stärker macht. Naja, um 20, oder? Ja, um 20 Schaden mehr. Oder Chaos-Edelstein. Pretty, be careful. So, jetzt habe ich eine Chaos-Feuerklinge. Hört sich auf jeden Fall cool an, der Name. Leider habe ich jetzt, glaube ich, keinen Richtwert für meine Waffe. Das ist ja jetzt unnötig. Ah, ich kann den da ausprobieren. Das war ein Reichwert, das Arsch verbrennen. Ja, gut. Mal schauen. Streitkolben. Gleich mal an jemanden ausprobieren hier. Entweder den Ritter oder die da unten. Ich gehe mal einfach links an und schau, wen ich so antreffe. Gottlose Flamme. Klingt cool. Ja, ich brauche sowieso zwei Schläge gegen die. Aber ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich dachte, das Ding hat jetzt mehr drauf als eine Feuerklinge. Sprungangriff war ich nicht gewachsen. Und da kommt schon der zweite angerannt. Hexenring. Kann ich meinen Zauber gleich ausprobieren. Lag. So lag's nicht. 60 FPS sauber. Jetzt müsste ich nur so das Spiel durchlaufen. Also, dann versuchen wir mal die Zauberei an dem Typen. Schön, gefällt mir. Also, der Test. 172. Funktioniert nicht. Ich habe nicht mal mehr Mana dafür. Ja, das ist wahrscheinlich mein größtes Problem. Ich gehe auf
Zauberei und Pyromantie. Hab aber kein Mana. Der Schaden. Output ist auf jeden Fall gewaltig. Und dass es die umstößt, ist auch praktisch. Wie ich finde. Leider kann ich das nur dreimal benutzen oder so. Ernsthaft Titanitbrocken von dem? Kann ich den Scheiß von allen Viechern bekommen? Oh. Mal schauen, wie die explosive Wirkung auf dich abfärbt. Autsch. Ich glaube, ich reise mal zurück. Ach. Nein, oder? Ach, das ist jetzt so ein praktischer unendlicher Homeworld-Bone oder was? Oder? Gott, hör mir auf mit der Scheiße. Oder ist das Ding jetzt... Nein, da ist es doch, geil. Unendlicher Homeworldborn. Ich bring dich um, Alter, wenn diese scheiß Musik weiterläuft. Ich gehe mal zu dem nach oben. Dem habe ich schon lange nicht mehr geschwätzt. Ich bring dich um, Alter, ganz ehrlich, du bist unnötig. Ich hätte gern seinen Hut von Bloodborne. So, dann kann ich wieder zurückkehren, werde ich sein. Aber davor werde ich meine werde ich meine Waffe wieder wegmachen von diesem Chaos-Ding. Bleichstein. So. Was ich machen kann, ich könnte den scharfen Edelstein zum Beispiel draufpacken. Müsste ich halt deskalieren die ganze Zeit. Ach, das ist der Vorteil. Deshalb ist es stärker. Damit wird zwar das Attribut stärker auf E, aber es bleibt noch da. Hier verschwindet Dex komplett. Oder soll ich BB machen? Da ich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung habe, was ich machen soll. Im Endeffekt macht das es überhaupt besser. Nimmt 22 Schaden und gibt fast 40. Solange ich sie verzaubern kann, ist eigentlich kein Problem. Pretty, be careful. Pretty, be careful. Der Explosionszauber gefällt mir. Auch wenn er eher nicht so richtig auf jemanden trifft, eher so. Schön. Das wollte ich erreichen. So, dann kann ich ja weitergehen. Ich muss jetzt einmal auf der anderen Seite runterspringen.
mir das Item da noch holen, dann mich wieder ans Bonfire teleportieren und dann nach links laufen. Den Drachen töten. Naja, das schwarze Ding töten, das den Drachen getötet hat. Ach, ich hätte den Drachen einfach so töten sollen. Und toten Knochensplitter. Das Blöde ist, dass ich echt von hier nicht wegkomme. Jo. Ist echt der schnellste Weg. Was soll man machen? Drang Doppelspeer. Und ich glaube, ich werde auch über die Brücke jetzt laufen, anstatt da runter zu springen und gegen die alle wieder zu kämpfen. So unnötig. Einfach nach links, irgendwie da nach oben, den killen. Irgendwie das Tor öffnen. Aber hier auf der Seite gibt's nichts. Alter, das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Stimmt, da unten war ich noch gar nicht. Ich erinnere mich an dich. Und an dein Schwert, das habe ich auch noch. Das hat mich aber auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt da unten war. Und dass der auch ein bisschen stärker ist, glaube ich, als vorher. Aber das ist, glaube ich, normal hier. So. Dann verzaubere ich erstmal meine Waffe, bevor ich da runtergehe. Erfrierung? Nicht cool. Ach komm schon. Hier sind aber echt ein paar Kisten. Ich hätte ihn vielleicht mit dem Zauber angreifen sollen. Vielleicht wirft die das ja zurück. Leck. Hasse, hasse, hasse es. Meine Seelen eigentlich hier oben? Relativ. Dein Ernst? Schon, der ist fucking schnell. So, was könnte ich machen? Natürlich wäre das einfachste, die ganze Zeit dahin zu rennen, gegen ihn zu sterben, wieder dahin zu rennen. Sein Kampfmuster lernen und dann ihn
besiegen, endgültig. Aber... könnte ich genau mit... Ich habe doch viele schwarze Feuerbomben, oder nicht? Ja, was heißt viele? 5 Stück. Und die skalieren die wirklich mit Stärke? Die haben echt einen Attributsbonus. Wusste ich nicht. Aber zuvor bezaubern wir mein Schwert. Sieht cool aus. Danach werfen wir den Bastard mit Bomben ab. Jetzt gucken, welche Wirkung sie haben. Gar keine. Ach, keine Chance. Da war ja der Zauber noch viel, viel besser mit 200 Schaden. Ich dachte, die schwarzen Feuerbomben sollen extrem stark sein. Anscheinend extrem nutzlos. So, Zauber einstimmen. Wie wär's anstatt... Obwohl... Na, da kann ich hier... Nee, die macht knapp 200 Schaden. Ich könnte aber meine Pyromantie noch steigern. Den Schaden. Auch wenn das wahrscheinlich wenig bringt. So. Na, ich würde mal hoffen, dass ich so knapp an die 400 Schaden machen würde. Mit zwei Mana-Tränken wären es schon an die 1200. Ich glaube, das ist meine Blutfleck, oder? Dein Ernst? Ich hasse mein Leben. Nein, nur 300. Wie weit kommst du eigentlich raus? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du kommst hier wirklich komplett raus. Oh, verdammt. Das ist ein Scherz. Nein. Ich fall runter. Kommst du hier runter? Na toll. Du kommst zwar hier nicht herunter, aber ich komme noch nicht hoch. Ja, bitte lass mich hinüber. Ich habe dir schon mehr als die Hälfte der Leben gezogen. Ich muss jetzt irgendwie ganz, ganz schnell hoch, ohne zu sterben. Meine Seelen liegen noch da unten. Verdammt, ich darf nicht sterben. Ich hoffe mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin tot. Oh mein Gott. Scheiße, Alter, Junge. Wegen dem oder was? Hä, wieso kommt... Egal. Holen wir die Seelen. Ja, der Zauber ist schon praktisch, muss ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Macht bitte...
macht bis zu 300 Schaden, sogar bei so einem Riesengegner, und das praktisch, der ihn zurückstoßt. Hä, wo sind meine Seelen? Wo bin ich letztes Mal gestorben? Ich bin noch nicht zweimal hintereinander gestorben, oder? Ohne meine Seelen zu holen. Warte, bin ich hier gestorben? Wo sind meine Seelen? Hä, das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Wo sind meine verdammten Seelen? Das wäre auch komisch, ne? Ich glaube, die haben wir schon alle abgeklappert. Hä, wo sind meine Seelen hin? Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte geheult, wenn ich sie verloren hätte. Hä, wo sind die hin? Ich bin eigentlich immer hier irgendwo gestorben. Okay, wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe meine Aufzeichnungen. Das werde ich mir mal anschauen und die Seelen wahrscheinlich zurückholen. Außer ich habe sie verloren. Was traurig wäre. Aber zumindest musste ich darüber nicht weinen. Tja, vielleicht weine ich gleich. Also, peace out.